sparen wir die Milch daheim, ne? Ja, ich kann aber sicher. Muss immer sparen. Ich habe mit dir beim Dessert für morgen. Nein, nein. Danke. Schlange stehen für eine Eintrittskarte für ein Fußballspiel früh um 8. Wo gibt es das heute noch? Diese Szene wurde gedreht vor dem Südweststadion in Ludwigshafen an einem frostigen Märzmorgen. Die Karten, die hier über den Tisch gehen, kosten 11 Mark. Stehplatz, nicht überdacht, ein begehrter Restposten. Beim SV Waldhof ist eben manches anders. Und auch der Start in das Abenteuer Bundesliga war bemerkenswert optimistisch. Ein Einzug mit Pauken und Trompeten. Ausverkauftes Stadion, das ist nichts Neues für einen Neuling. Bei einem Zuschauerschnitt von 29.000 gehört Waldhof allerdings zu den wenigen Bundesliga-Clubs mit einem finanziellen Spielraum, der genutzt werden soll. Ja, dieses Geld, über das wir jetzt verfügen können, das ist verdientes Geld. Verdient vom Verein, von der Mannschaft. Wir werden es teilen, die Mannschaft wird beteiligt. Wir werden unsere Verbindlichkeiten abtragen und werden dann sehen, ob wir eine Rücklage bilden, ob wir neu investieren. Oder ob wir es zurückhalten, einmal für eine Notinvestition im sportlichen Bereich. Zur Premierenvorstellung erschien der deutsche Vizemeister Werder Bremen. Alfred Schön schoss das erste Bundesligator für Waldhof. Der Neuling gewann 2:0. Waldhof entdeckte an diesem Nachmittag eine Sonnenseite der Bundesliga. Die Bundesliga entdeckte Klaus Schlappner. Und wir fanden einen Namen für unseren Film. Wir sind einfach Leute. Wir passen zu unserem Publikum. Das Publikum passt zu uns. Hier ist arbeitende Bevölkerung und die akzeptiert die Arbeit des Trainers und der Mannschaft. Es folgten 5 Spiele ohne Sieg, nur 3 Unentschieden. Der Bundesliga-Alltag hatte den Bremen-Bezwinger längst eingeholt, als es zu den Bayern ging. München feierte Oktoberfest, Hotelunterkünfte waren rar. Also fuhr Waldhof mit dem Zug. Anreise war am Spieltag. Die Waldhöfer verstehen zu improvisieren. Es geht auch einmal ohne Trainingslager und ohne First-Class-Hotel. Und dass da im Abteil keine normalen Reisende saßen, fiel allenfalls hier ins Auge. Oh, bitte um die Ecke. Was vor einem Match so zu erledigen ist, das war allemal in 4 Stunden Mannheim-München zu bewältigen. Sogar für ein Süppchen reichte es noch. Waldhof hatte dann Pech mit dem Bustransfer ins Olympiastadion. Man kam erst in letzter Sekunde, aber was soll's. Das Gefühl war gut bei Klaus Schlappner und seiner Truppe, hatte man doch hier vor gar nicht langer Zeit im Pokal bis in die Schlussphase geführt. Der Tabellenführer gab sich siegesgewiss. Und unten in der Waldhofkabine appellierte der Trainer ein letztes Mal an die Moral seiner Spieler. Krempel die Ärmel hoch, auch wenn sie kurzärmliche Trikots sind, krempel sie weiter hoch, sei tüchtig, sei fleißig, helft euch gegenseitig. Es wurde ein böser Nachmittag für den SV Waldhof. Die Rummeniges hatten einen großen Tag. Waldhof kassierte früh das erste Gegentor. Die Bayern waren torhungrig, wie so oft in dieser Saison. Die Abseitsfalle des Neulings wurde zum Boomerang und die Alleingänge des Bruderpaars zum Albtraum für den jungen Torhüter Uwe Zimmermann. ...32.000 Zuschauer hatten ihre Gaudi. Es war eine bittere Lektion für Waldhof. Am Ende hieß es 0:6.
Keine Frage, München war an diesem Septembertag eine Nummer zu groß. Aber Klaus Schlappner ist keiner von denen, die Ausflüchte suchen. Die Mannschaft kann selbst mal 12 Stunden drüber schlafen bis zum nächsten Treff. Wir müssen natürlich ganz klar diese Fehler aufzeigen, die im Einzelnen liegen. Man kann verlieren, aber ohne Gegenwehr hat man dann in der Liga nichts verloren. In der Klasse muss man gegen jedes Tor spielen und für jedes Tor spielen. Und das haben etliche Spieler heute nicht getan. Die haben sich damit abgefunden, dass der Gegner übermächtig ist. Und jetzt ist für mich im Laufe der Woche einfach die spielerischen und fußballerischen Elemente als erstes wieder aufzuzeigen, das Selbstbewusstsein zu stärken. Und natürlich dann dieses Bayern-Spiel quasi zu der Akte zu legen.